Dann macht der Abgeordnete Jan Nolte von der AfD geltend, in der Debatte persönlich angesprochen bzw. angegriffen worden zu sein. Und deshalb erhält er jetzt Gelegenheit hier vorne für eine persönliche Erklärung. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es war in der letzten Debatte, habe es aber dann erst erfahren, der Kollege Marian Wendt, der CDU, ja, das finden Sie lustig, das, der Kollege Marian Wendt von der CDU hat unserer Fraktion die Rechtsstaatlichkeit abgesprochen und sich darauf bezogen, dass mein Mitarbeiter angeblich Komplize von Franco A. sei. Das ist eine unwahre Behauptung. Ich weiß nicht, ob für den Kollegen Wendt und für seine Fraktion der Generalbundesanwalt Teil des Rechtsstaates ist. Der hat alle Anklagepunkte fallen gelassen gegen meinen Mitarbeiter. Er hat einen Bundestagsausweis. Die Bundestagspolizei, wenn die so etwas prüft, die geht dann auch nicht auf Märchen aus der CDU ein, sondern zieht die wahre Lage dann eben da, liegt die wahre Lage zugrunde. Ich möchte bitten, solche Falschbehauptungen und Lügen hier in Zukunft zu unterlassen. Wir sollten da in diesem Hause einen anderen Anspruch an uns haben. Ein Parlament, das sich der Debatte verweigert, warum seine Soldaten ihr Leben geben, ist eine Schande. Der zweite Grund hat weniger mit Anstand zu tun, denn mit Handlungssicherheit. Ja, hier regen sich die Richtigen auf. Ein letztes Beispiel, die deutsche wehrtechnische Industrie. Was ist das strategische Ziel Deutschlands? Wir wissen es nicht. Welche Schlüsseltechnologien wollen wir rein national vorhalten? Ja. Welche Schlüsseltechnologien wollen wir rein national vorhalten? Werte Freunde des Rechtspopulismus, Sie wollen hier mehr über Sicherheitspolitik debattieren. Und das finde ich auch gut. Das finde ich schön. Das ist auch absolut richtig. Aber was heißt bei Ihnen hier Sicherheitspolitik? Wenn man in Ihren Antrag schaut, findet man den Begriff Vereinte Nationen da genauso wenig wie den Begriff der Europäischen Union. Und das kann eigentlich nicht Ihr Ernst sein. Denn das sind zentrale Kriterien der Sicherheitspolitik. All das hat die AfD verschlafen. Ich kann Ihnen nur einen Blick in die Mediathek empfehlen, www.bundestag.de. Da können Sie das nachschauen und noch mal was lernen. Sie haben aber auch die sicherheitspolitische Debatte der letzten Jahrzehnte völlig verschlafen. Und ich bin mir ja sonst mit der FDP nicht immer einer Meinung. Aber das mit den 80er Jahren, das hatte ich auch in meinem Redemanuskript. Denn das ist der Eindruck, der entsteht, wenn man Ihren Antrag liest. Und Sie haben noch ein drittes Mal geschlafen. Ich weiß, das passt nicht in Ihre ideologische Welt. Sie fordern ja die Erklärung des Bundeskanzlers. Ich muss Sie darauf hinweisen, seit dem Jahr 2005 haben wir in der Bundesrepublik Deutschland eine Bundeskanzlerin. Sicherheitspolitische Debatten gibt es also zahlreiche, fest eingeschrieben in die Arbeit des Parlaments. Wenn ich nun aber daran zurückdenke, wie Ihre Abgeordneten hier im Plenum bereits verschiedene Bundeswehrmandate durcheinandergebracht haben, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob Ihnen das auch so bewusst ist wie uns. Und auch Ihr Antrag mit der Forderung nach einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers zeigt ja, dass Sie noch nicht ganz offensichtlich noch nicht ganz im Hier und Jetzt angekommen sind. Aber was macht da eigentlich die AfD? Die fährt in Zeiten des wütenden Bürgerkriegs nach Syrien und tut so, als gäbe es gar kein Problem. Die fährt auf die Krim und tut so, als gäbe es dort gar keinen Völkerrechtsbruch, also gar kein Problem. Sie ignoriert also einfach die von ihr so geforderten sicherheitspolitischen Debatten. Die schreibt auf den Facebook-Seiten ihrer Abgeordneten Unwahrheiten, um Ressentiments zu wecken. Beispielsweise Johannes Huber ereifert sich dabei, den Verteidigungsfall auszurufen. Das muss man sich mal vorstellen, den Verteidigungsfall für Deutschland mitten im Herzen von Europa, von Freunden umgeben. Und jede Fachdiskussion wird es auf das Thema Geflüchtete gebracht, um eine diffuse Angst vor dem Fremden zu schüren. Und deshalb steht das bezahlbare Wohnen bei dieser Koalition ganz oben auf der Agenda. Ja, dann müssen Sie, Sie können mir ja noch ein bisschen zuhören, Frau Leyen, dann werden Sie es vielleicht auch merken. Ich kann doch nicht ernsthaft die Grenzen öffnen,
jeden reinlassen. Allein in den letzten 3 Jahren 2 Millionen illegale Migranten und glauben, dass es keine Auswirkung auf den Wohnungsmarkt hat. Hier in Berlin treibt man es dann noch auf die Spitze. Einer, der schon länger hier lebt und ein sogenannter Flüchtling, bewerben sich für dieselbe Wohnung. Beide erhalten Hilfe vom Staat, aber der rot-rot-grüne Senat bezahlt dem Vermieter für ein und dieselbe Wohnung 20% mehr, wenn die Wohnung an den Flüchtling vermietet wird. Sie hier auf der linken Seite machen damit Inländerdiskriminierung zum Prinzip des Staates, und da schlägt dem Fass den Boden aus. Und übrigens, liebe Kollegen von SPD und Grünen, da hilft jetzt der Ruf nach noch mehr Regulierung auch nicht. Ich möchte sehen, wie Sie 200 Menschen in ein und dieselbe Wohnung reinregulieren. Damit werden Sie scheitern. Es hilft nur, mehr zu bauen. Wir wollen den Weg frei machen für einen umfassenden und schnellen Dachausbau. Wir wollen, dass Deutschland quasi eins obendrauf setzt. Aber aber Gefürst, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass auch Ihnen die Zeit davon gelaufen ist. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die Menschen brauchen jetzt Lösungen, und jetzt kommt noch ein Brüller für die SPD. Und diese Lösungen liegen nicht nur auf der Hand, sondern auch auf dem Dach. Vielen Dank. Eines können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen. In den letzten 2 Jahren ist es nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil. Und die Union, die sich jetzt hier aufspielt, dass sie für bezahlbaren Wohnraum ist, ich meine, sie regieren seit über 13 Jahren, seit über 5 Jahren gemeinsam mit der SPD. Ich meine, das ist doch das Ergebnis ihrer Politik. Das ist ihre Verantwortung, diese Mietenexplosion. Ja, alleine, dass wir heute, 2 Jahre später, einen Bericht von 2016 diskutieren, ist ja noch mal ein ausdrücklicher Beleg für das Schneckentempo dieser Regierung. Ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen peinlich, heute hier zu sprechen. Ich meine, der Bericht ist aus 2016. Der Bericht ist aus 2016. Wir haben jetzt Zeitraum 2016, wir hätten ihn ja auch 17 schon beraten können vor der Bundestagswahl, das war Ihnen zu peinlich. Und dass wir jetzt heute, 3 Jahre danach, über dieses Thema sprechen, ist wirklich, sage ich mal, zu langsam. Und ich finde, wir müssen da in unseren Verfahren deutlich schneller werden. Und auch die Große Koalition muss bei diesen Verfahren deutlich schneller werden. Und dass Sie als Union angesichts dieses Berichtes immer noch das Baukindergeld loben, zeigt ja, dass Sie am Kern eigentlich eine ideologische Wohnungspolitik machen. Sie machen im Kern eine hochideologische Wohnungspolitik, weil Sie eben die Zahlen und die Anmerkungen Ihres eigenen Berichts überhaupt nicht ernst nehmen. Dieser Bericht sagt nicht, wir haben beim Eigentum ein Problem, sondern wir haben beim Mieten ein Problem. Und damit müssen Sie sich endlich mal auseinandersetzen. Die Kollegen von der FDP, die haben natürlich von uns abgeschrieben. Wir als CSU haben im Bundesrat bereits eine Verbesserung des Dachausbaus im August eingebracht. Und wie gesagt, nachmachen können Sie das Ganze auch bei der Grunderwerbsteuer. In Bayern und in Sachsen sind wir bei 3,5%. In NRW können Sie beweisen, dass Sie dem nachstreben wollen. Vielen herzlichen Dank. Wohnungs- und Obdachlosigkeit bekämpfen, Zwangsräumung verhindern, Menschenrecht auf Wohnen dauerhaft sicherstellen, so die Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe mir das mal durchgelesen und habe dann eine neue Überschrift für Sie gefunden. Ich würde schreiben, Sozialneid schüren und Eigeninitiative verhindern. Das würde ich über diesen Antrag schreiben, meine Damen und Herren. So könnte man das sehen. Da kommen wir natürlich zu dem, was mein Kollege vorhin schon gesagt hat. Wer ist denn für diese Kostenexplosion verantwortlich? Da sind Sie ja mitverantwortlich dafür, mit Ihrer multinationalen, globalen Politik auf dem Rücken der einheimischen Bevölkerung. Wer glauben Sie denn wirklich, meine Damen und Herren, wenn Hunderttausende, Sie können scheinbar nicht mal rechnen, wenn Hunderttausende in das Land strömen, wo sollen die wohnen? Kommen dann nicht schlagartig wie Gras aus der Erde? Wie stellen Sie sich das vor? Die müssen gebaut werden. Dann nehmen Sie auch noch die Leute aus der EU rein. Die wollen Sie auch noch haben, dass Sie nach 3 Monaten, die schreiben bloß mal einen Antrag, ich suche Arbeit, und da sollen in die gleichen Rechte reinkommen. Also Sie haben irgendwie noch so ein Goldesel, den Sie ständig aufmachen können, um das zu bezahlen. Geschätzt geht das in viele Milliarden. Wir haben eben einen Beitrag von Ihnen gehört, Herr Spangenberg. Es war nicht so viel davon zu verstehen, aber irgendwie sind Sie mit Sozialneid angefangen und haben dann ein Bild von Gesellschaft gezeigt, das mir wiederum zeigt, dass das, was ich schon vorher wusste, wieder mal bestätigt wird. Sie sind eigentlich fremd dieser Gesellschaft. Sie verstehen sie nicht.
Ich teile mitnichten die Ansicht, dass es ausschließlich über die Mieten geht und die Gründe und das Geld, das Sie in die Hand nehmen wollen, das zu ändern, wird nicht funktionieren. Da entzaubern Sie sich ja selber. Sie schreiben, 10 Milliarden reichen aus und in der Begründung kommen dann 10 Jahre mal 10 Milliarden Euro. Sie haben auch noch nicht gehört, über wie viel Geld wir hier verfügen im Bundeshaushalt und was wir damit alles machen wollen, aber das war ich von den Linken nicht anders gewohnt. Schönen Dank. Sie können gerne die wahren Schuldigen auch benennen. Sie können in der Bundesregierung sagen, hier wird zu wenig getan oder uns anderen Parteien auch vorwerfen, dass zu wenig getan wird. Aber dass Sie auf dem Rücken der Geflüchteten bei dieser Frage die soziale Spaltung vorantreiben. Ich habe Ihren Antrag, den Sie heute hier einbringen, bei der anderen Debatte nachher sehr genau gelesen. Da geht es nichts anderes als um Spaltung. Das ist armselig. Und dass Sie keinen einzigen Punkt sagen zum Mietrecht, zur sozialen Vorsorge, zum Sozialstaat, das entbehrt doch genau, was Sie wollen. Sie wollen das Problem nicht lösen. Sie wollen sozusagen an dieser Stelle einfach nur den Schuldigen, den Sie die ganze Zeit, seitdem Sie hier im Bundestag sind, benennen, auch an dieser Stelle benennen. Und ich sage Ihnen, das ist doch einfach nur entlarvend. Das ist nur entlarvend. Das Ausspielen der Flüchtlinge gegen die Obdachlosen. Ich habe lange überlegt, was man da so als Vergleich für die Scheinheiligkeit des Antrags nimmt. Mir ist ein Vergleich dann eingefallen und habe gedacht, das ist genauso geil, als wenn man mit einem sozialen Maserati von einem Obdachlosencafé fährt. Das passt, glaube ich, ganz gut zur Scheinheiligkeit Ihres Antrags und nichts anderes präsentieren Sie hier heute. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie hier eigentlich zur Diskussion stellen wollen. Sie offenbaren, gegen wen es eigentlich geht. Und wenn wir ernsthaft über Planungs- und Erleichterung beim Bauen reden wollen, bin ich ja gerne dabei, aber doch nicht mit so einem Antrag, der von vorne bis hinten einfach nur Blödsinn und falsch geschrieben ist. Tut mir leid, haben Sie mich nicht auf Ihrer Seite. Schönen Abend noch. Diesmal suggerieren Sie, geflüchtete Menschen seien besser gestellt als Obdachlose. Meine Damen und Herren von der AfD, dieses Gegeneinander ausspielen, das mag ja die gesamte Substanz Ihrer Politik sein. Aber es ist und bleibt eindimensional, es ist unsozial und es ist wirklich schäbig. Und vergebens sucht man in Ihrem Programm nach dem Thema Obdachlosigkeit. Dass das ein gesellschaftliches Problem ist, das haben Sie doch vor lauter rassistischer Hetze gar nicht auf dem Schirm. Stattdessen fordert die AfD im Kölner Stadtrat zum Beispiel die Einführung von mehr Kontrollen bei aggressiven Obdachlosen, wie Sie die Menschen herabwürdigen. Sie wollen Anzeigen erleichtern und Bußgelder gegen Obdachlose von 1.000 Euro verhängen. Wissen Sie eigentlich, was das für einen Obdachlosen bedeutet? 1.000 Euro Bußgeld? Sie, die AfD, bekämpfen in Wahrheit die Obdachlosen. Heucheln Sie hier nicht das Gegenteil. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Sie brauchen ja die Sündenbocke in der Gesellschaft, um sich selbst zu legitimieren. Das ist Ihr Politikverständnis. Das ist Ihr Politikverständnis, Herr Magnitz. Fahren wir nicht drauf rein. Nein, das ist nicht lächerlich. Es ist Ihre Maske, die ich Ihnen runterziehe. Und das tue ich gerne. Die Aufmerksamkeit und herzlichen Dank bei der Präsidentin für die Geduld. Ich wollte mich eigentlich bedanken, dass unsere Verabredung vor zwei Tagesordnungspunkten auch hier gehalten hat. Leider hat das ganz zum Schluss nicht so funktioniert, aber ich denke, wir machen weiter so. Und Sie wissen, in 10 Minuten kommt hier der Kollege Kubicki. Und da haben wir jetzt schon mal ein bisschen geübt, weil seine Geduld ist meist nicht ganz so groß. Und die Kollegen der Linken bezweifeln ja die Glaubwürdigkeit derer, die heute nicht ihrer Meinung sind. Das Argument kann ich nicht nachvollziehen, aber über Glaubwürdigkeit können wir gerne mal sprechen. Zum Beispiel können wir über Frau Jelbke aus ihrer Fraktion mal reden, die Informationen über die Bundeswehr bei der Bundesregierung erfragt und sie dann linksextremen Bundeswehrgegnern zur Verfügung stellt. Wie glaubwürdig ist denn eine Fraktion, die heute vorgibt, am Wohl der Soldaten interessiert zu sein und dabei einem Milieu zuarbeitet, aus dessen Umfeld heraus Angriffe auf Soldaten erfolgen und Bundeswehrfahrzeuge in Brand gesetzt werden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es hat eine Veränderung in der Sitzungsleitung gegeben. Ich entdecke auch gerade meine weibliche Seite in mir. Frau Präsidentin Pau hat schon darauf hingewiesen, dass sie eine gewisse Erwartung an meine Sitzungsleitung hat. Ich möchte Sie da nicht enttäuschen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es Redezeitüberschreitungen nicht mehr geben wird. Es gibt eine einmalige Aufforderung von mir, zum Ende zu kommen mit einem letzten Satz. Und ansonsten entziehe ich das Wort, damit wir rechtzeitig auch die Sitzung beenden können. Aber Sie vermischen, und das ist wirklich das Allerletzte. Ich weiß auch gar nicht, Sie müssen wirklich Tinte gesoffen haben.
Sie vermischen wissentlich Themen miteinander aus reiner Ideologie und nehmen eine Überschrift. Nein, es ist eben nicht gut, lieber Kollege. Es ist einfach ekelhaft. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Das macht man nicht. Und dass Sie gegen die Bundeswehr sind, das ödet die Bundeswehr an und den Rest des Hauses. Interessiert einen überhaupt nicht mehr, dass Sie dagegen sind. Sie können übrigens mal Ihre Kollegen Bartsch und die Sie fragen, wie die Nationale Volksarmee 16-Jährige rekrutiert haben, wenn die Herren hier mal irgendwo auftauchen. Aber eins lassen wir nicht zu. Eins lassen wir nicht zu. Dass Sie das Leid von Hunderttausenden von Kindern relativieren. Und wir lassen nicht zu, dass Ihre linke Ideologie unter dem Deckmantel der Humanität etwas in den... Es ist schön, dass Sie sich aufregen. Wir können da nur sagen, Treffer versenkt. Sie sollten sich schämen. Wir nehmen das nicht hin, dass Sie hier Debatten vermischen, nur weil Sie das selber nicht auf die Kette bekommen. Sie sollten sich wirklich schämen. Um eine Also wissen Sie, dass Sie selbst für die Repräsentanten und die Institutionen der Vereinten Nationen keinen Respekt haben. Das würde mich ja bei der AfD nicht wundern, aber bei Ihnen setzt es mich wirklich. Um eine Berufsausbildung für die Bedürfnisse der Armee zu haben und keine für die zivile Arbeitswelt. Und Renate Winter weiter. Und wie sieht es mit der Gesundheit aus? Mobbing, sexualisierte Gewalt, Gruppenzwang zu gewaltigen Verhalten, all dies führt zu hohen Selbstmordraten. Es wird viel Alkohol konsumiert, um seine Männlichkeit zu beweisen. Es gibt Verletzungen im Training, die zu einer Entlassung führen können. Sind dies die höchsten erreichbaren Gesundheitsstandards, auf die ein Kind ein Recht hat? Und ich finde, das muss man berücksichtigen. Renate Winter als Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes hat recht. Diese Bedenken kann man nicht einfach wegwischen und wegpöbeln, wie Sie das gerade hier getan haben. Auch wenn Ihre weibliche Seite, Herr Präsident, Sie eher an meine Frau, die dann sagt, komm bitte ins Bett, es ist jetzt spät genug erinnert, will ich zum Thema kommen, Herr Staatssekretär. Ich fand die Pirouetten, die Sie gedreht haben, doch durchaus interessant. Sie haben ja hier im Wesentlichen, ich glaube, wir beruhigen uns mal alle wieder, vielen Dank. Herr Kollege Dr. Lindner, ich finde, Sie haben eine sehr kluge Frau, an die Sie sich gelegentlich halten sollten. Man muss um diese Tageszeit auch keine Reden mehr halten. Warum wollen Sie ausgerechnet nur einen einzelnen Wirkstoff verbieten? Weil es vielleicht aktuell populistisch ist und weil man damit vielleicht irgendetwas bewegen kann. Aber mit Ihren Anträgen erreichen Sie in erster Linie zwei Dinge. Liebe Öko-Fasch-Sternchen-Innen, Sie beschädigen massiv das Ansehen wissenschaftlicher Experten und Institutionen, die Sie noch dazu selbst eingeführt haben. Und Sie entziehen den Bauern wichtige Pflanzenschutzmittel, für das es aktuell leider keine Alternativen gibt. Sie verstärken das Bauernsterben dramatisch, meine Damen und Herren. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Begriff Ökofaschisten niemand in diesem Hause gemeint haben. Davon gehe ich aus. Ansonsten hätten wir ein Problem. Sie in aller Interesse bitten, auch dazu beizutragen, dass wir auf der Welle surfen und nicht ein totes Pferd reiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Spiering. Als Mann von der Küste kann ich Ihnen sicher sagen, dass Sie hinter der Welle auch nicht mehr surfen können. Ehrlich? Hatten wir die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Guten Abend, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine wichtige Debatte, deshalb freue ich mich sehr, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion heute Abend um diese Uhrzeit auch da ist. Das sieht bei den anderen Fraktionen anders aus. Und ich freue mich auch heute Abend. Ich freue mich sehr. Frau Ministerin, erstatten Sie mir die Zwischenbemerkung, dass es bei der Bundesregierung auch ziemlich mau aussieht. Ja, es kommt ja. Es kommt ja. Es kommt ja wie bei dem Präsidium hier auf Qualität und nicht auf Quantität an, auch in der Bundesregierung. Deshalb, sehr geehrte. Das sagen wir der Kanzlerin, keine Sorge, das geben wir ihr weiter. Sehr geehrte, ja gut, sie ist außen vor der Klammer.